Hey, was geht? So, ja, beim heutigen Blog, das ist ein, ja, Überraschungsblock. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe oder hinfahre. Außer, ich muss einmal ins Hotel und zwar gucken, oder nicht gucken, sondern ich muss was fragen, meiner Chefin ein paar Fragen bestellen. Fragen stellen, nicht bestellen, Entschuldigung. Und ja, dann lasse ich mich mal selber überraschen heute, was so abgeht. Eigentlich wollte ich ja heute meine Wohnung aufräumen, aber ich habe mir gedacht, scheiß was drauf, ey, ist doch egal, ne? Bin lieber draußen. Ja, und ich habe noch eine Woche Zeit, meine Wohnung aufzuräumen, weil dann kommt nämlich so ein Heizungsableser, der sich das mal angucken will, die Heizung ablesen will. Ja. Auf jeden Fall fahre ich jetzt erstmal zu meiner spitzenmäßigen Chefin und ja, dann gucken, was geht. Boah, Minden ist voll busy heute. So, ich vergehe jetzt erstmal zu meiner Bank. Ein bisschen Lobby holen. Problem: Ich habe eben die Hälfte des Weges schon geschafft. Musste dann leider nochmal zurück zu meinem Auto laufen, weil ich meine Bankkarte vergessen habe. So, jetzt gehe ich erstmal in meine Bank, ne, und hole ein bisschen Geld ab. Ich darf euch da leider nicht mit reinnehmen, weil Film verboten. So, das war noch mal ein kleiner Ausschnitt vom Weihnachtsmarkt. Letzter Tag heute für dieses Jahr. Und ich habe mir natürlich noch drei Spritzkuchen gekauft. Und die werde ich mir heute Abend noch reinpfeifen zum Kaffee. Jetzt muss ich mal irgendwo zusehen, dass ich noch was zu essen kriege. Ich hätte da Bock auf was Griechisches. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel fresse, weil mir wachsen schon langsam Titten. Ist auch nicht so gesund. Aber ja, trainiere ich ab nächstes Jahr wieder ab. Ich hoffe, dass ich, bis ich nach Thailand fliege in 3 Monaten, einen etwas besseren Körper habe. Boah, jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen tanken. Ich bin gerade auf einer Tankstelle. Denn für 1,22 pro Liter super kann man das wohl machen. Ja. So Leute, das war mein Armbrot im Fleischermeistergrill. Absolut top. Geiles Essen, nettes Personal. Und für einen Zehner, Essen mit Trinken, kann man wohl mit leben. Ja, ich merke, wie meine Titten wachsen. So, jetzt fahre ich nach Hause. Weiß nicht, vielleicht passiert ja noch unterwegs was. Wenn nicht, aber Pech gehabt. Boah, ich stink aus der Schnauze, ey, wie Gott erbarmen. Ja, Leute, jetzt bin ich am Werrepark. Das ist hier so das größte Einkaufszentrum im Umkreis von, ich würde mal sagen, so 30 bis 50 Kilometer. Hier endet mein Blog heute, weil ich habe alles gesehen, alles gezeigt, was möglich war heute. Eigentlich wollte ich auch noch mit zu den Nutten nehmen, aber da war keiner zu Hause. Ne? Ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liked mich, abonniert mich, wie immer. Und teilt mich auf jeden Fall. Und
Wir sehen uns wieder. Übrigens, das Essen eben, das war wirklich spitzenmäßig. Da fahre ich gerne hin, wenn es das Geld erlaubt und die Zeit. Naja, so, dann viel Spaß noch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.